Seid auch zu diesem Vlog recht herzlich gegrüßt, der bestimmt schon ein paar Dislikes kriegt, bloß weil er Hausaufgaben heißt und auch Hausaufgaben beinhaltet, wobei ich euch jetzt keine Hausaufgaben aufgebe. Ich würde mit euch über das Thema Hausaufgaben quatschen. Ich komme ja aus einer Zeit, ich erwähne das immer wieder, weil nicht jeder von euch guckt ja alle meine Videos, das will ich auch gar nicht. Also, das dürft ihr natürlich schon, aber das erwarte ich nicht. Aber ich komme ja aus einer Zeit, ich bin 95 eingeschult worden und war 2005 mit meiner Standardschulzeit fertig. Also bin ich nicht in den heutigen Schulverhältnissen groß geworden, sondern in diesen entspannten Schulzeiten. Als man, wie bei mir zum Beispiel, maximal 6 Schulstunden am Tag hatte, sprich um 13 Uhr war die Schule aus und die Hausaufgaben auch nicht länger als eine Stunde gedauert haben. Eher sogar weniger. Und von daher kann ich selbst Hausaufgaben nicht so sehen, wie viele von euch sie sehen, nämlich als unheimlich nervig. Bei mir waren die völlig in Ordnung. Und wahrscheinlich würdet ihr sagen, wenn meine Hausaufgaben nur eine Stunde dauern würden, fände ich die auch in Ordnung. Aber das tun sie halt nicht. Bei mir, das war wirklich ganz entspannt. Hausaufgaben, das hat einfach dazugehört. Die Hausaufgaben, die wir bekommen haben, die waren auch in Ordnung. Also das waren jetzt nicht voll schwierige oder so oder welche, bei denen man total unterfordert war, sondern man war gut vorbereitet, wenn man im Unterricht aufgepasst hat, dann konnte man auch ohne Probleme die Hausaufgaben lösen. Es war einfach, da hat keiner gemeckert. Klar, also wir haben jetzt auch nicht gesagt, yeah, Hausaufgaben. Nein, aber es war halt auch nicht so, nee, das war wie Unterricht, bloß halt ohne alles drumherum. Man sitzt halt zu Hause und löst ein paar Aufgaben. Es gab dann irgendwann mal den Zeitpunkt, da hat es mich angefangen zu nerven, aber nicht die Hausaufgaben selber, sondern, das habe ich natürlich gesagt so, aber eigentlich war es gar nicht so. Ich hatte, die Schule, in die ich gegangen bin, die war im Nachbarort. Und meine Freunde haben auch im Nachbarort gewohnt, aber ich halt nicht. Und die waren halt schon zu Hause und fertig mit den Hausaufgaben, wenn ich gerade mal nach Hause gekommen bin. Und wenn wir uns dann mittags verabreden wollten, dann kam halt ein Anruf, da habe ich noch nicht mal mit den Hausaufgaben angefangen. Da hieß es, ja, können wir kommen? Wann treffen wir uns? Wo? Ja, ich habe es gesagt, nach den Hausaufgaben. Ja, bist noch nicht fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. Da fand ich es dann so ein bisschen nervig. Aber naja, wenn man halt nicht im selben Ort wohnt und der Schulweg von den einen 5 Minuten beträgt und der von den anderen eben 50, dann ist es ungefähr die Zeit, die man braucht für Hausaufgaben, wenn die eben so um die 50 Minuten dauern. Das war ein bisschen doof, aber ansonsten waren Hausaufgaben einfach kein Problem. Das muss man so sagen, wie es damals war. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es ja schon eher so, dass man zuerst mal nicht einfach nur 6 Stunden Schule hat, sondern Schule, wenn man jetzt nicht gerade auf einer Ganztagsschule ist, trotzdem noch am Nachmittag hat. Wobei ich bis heute sagen muss, so richtig verstanden habe ich das ja nicht. Schüler, die ein Ganztagskonzept haben, die haben halt jeden Tag, ja, je nach Schulart, sagen wir mal von 8 bis 17 Uhr Schule. Und dann gehen sie nach Hause und haben aber trotzdem noch Hausaufgaben. Und es gibt Schulen, die bieten ein Ganztagskonzept an und gleichzeitig kein. Also da kann man sich quasi auswählen. Gehe ich jetzt auf eine Ganztagsschule? Also in das Ganztagen, wie nenne ich das denn? In diesen Zweig mit Ganztagsunterricht oder gehe ich in den Zweig, der das nicht anbietet? Und dann haben die Schüler, die kein Ganztagsangebot haben, aber trotzdem fast gleich viel Schule. Also fangen um 8 an und hören meinetwegen um 16 Uhr auf. Und haben dann auch noch Hausaufgaben. Das leuchtet mir nicht ein, aber gut, dafür können die ja nichts. Aber dann noch mehr Hausaufgaben zu haben als ich damals, das ist ja dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also klar, wenn ich mehr Unterricht am Tag habe, sprich mehr als 6 Stunden, dann habe ich ja auch mehr Fächer, in denen ich Hausaufgaben aufbekommen kann. Das leuchtet ja ein. Aber warum man das so kombiniert hat, das leuchtet nicht ein. Ich hatte 6 Stunden Schule am Tag, Unterricht. Und meistens waren das tatsächlich Einzelstunden, also quasi auch 6 Fächer am Tag. Ich glaube, das Wenigste, was wir an einem Tag hatten, waren 4 Stunden. Und das war dann immer so ein Tag, wo Sport als Doppelstunde auf dem Plan stand. Und dann hat sie halt noch 4 andere Fächer und den Sport hast du keine Hausaufgaben aufgekriegt. Und 4 Fächer, in jedem Fach hast du vielleicht eine Viertelstunde Hausaufgaben auf. Ja, das ist rucki-zucki erledigt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann euch absolut verstehen, wenn ihr sagt, Hausaufgaben sind einfach nervig, weil die brauchen viel zu lange.
Es ist so. Und dann denkt man sich natürlich als Schüler, ist doch eh Blödsinn. Das haben wir doch jetzt in der Schule schon die ganze Zeit gemacht. Warum macht man dann Hausaufgaben? Wenn man aber mal ehrlich ist, haben die ja ihre Berechtigung. Sinn und Zweck von Hausaufgaben ist ja, dass ihr quasi ohne Hilfe, die ihr ja in der Schule habt, in Form von einem Lehrer oder euren Klassenkameraden, jetzt nochmal durchgeht, was ihr morgens oder auch mittags im Unterricht eigentlich hättet lernen sollen. Ob ihr tatsächlich gelernt habt, ist jetzt eine andere Frage. Es gibt dieses Konzept Flipped Classroom, das habe ich euch mal erklärt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da ist genau umgekehrt. Da guckt ihr euch zu Hause als Hausaufgabe quasi in ein Video an und da wird euch ein Thema erklärt und während dem Unterricht macht ihr dann Übungen dazu. Dann habt ihr also, wenn ihr was nicht versteht, auch jemanden, den ihr fragen könnt. Ist vom Konzept her eigentlich sinnvoller, weil jetzt seid ihr bei den Hausaufgaben ja auf euch allein gestellt und wenn ihr dann was nicht versteht, ja Pech, dann macht ihr einfach die Hausaufgaben nicht, kriegt dann halt einen Eintrag oder was auch immer. Oder ihr müsst euch irgendwo anders Hilfe suchen, die ihr aber eigentlich ja in der Schule bekommt, wo ihr aber nicht seid, weil ihr ja jetzt Hausaufgaben zu Hause macht. Also es ist irgendwie doof. Und insofern umso ärgerlicher, weil das ja dann nur noch länger dauert. Wenn ihr was nicht versteht und ihr wisst nicht, wie ihr die Aufgabe lösen sollt, ihr wisst aber auch, wenn ihr die Hausaufgabe nicht macht, dann kriegt ihr halt irgendeine Form von Strafe. Dann braucht ihr sowieso lang für das Ding, dann versteht es nicht, dann braucht ihr noch länger, dann wird es immer nur frustrierender. Also, ist doof, muss man einfach mal so sagen. Wobei mir jetzt gerade was einfällt. Ich habe mal ein Video gemacht, ich verlinke euch auch das, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Hausaufgaben vergessen habt. Oder irgendwie, ist gar nicht wahr, das habe ich gar nicht so gemacht. Ich glaube, es ging darum, wie man Hausaufgaben nicht vergisst. Und da gibt es in den Kommentaren jede Menge Leute, die sagen, ja, wer vergisst denn seine Hausaufgaben? Das sagt man ja nur so, damit der Lehrer, man kann ja schlecht sagen, ich habe meine Hausaufgaben halt einfach nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte. Das Video heißt Hausaufgaben vergessen. Und wenn da steht vergessen, dann meine ich vergessen. Wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, wenn man Hausaufgaben vergessen hat, hat man die vergessen. Es gab keinen Grund, Hausaufgaben nicht zu machen, weil es a. keine blöden Hausaufgaben waren und sie b. nicht sonderlich lange gedauert haben. Da hat man nicht gesagt, ich will genauso Aufgaben machen, weil es dauert den ganzen Tag. Nee, hat's nicht. Das war eine Stunde und dann war das durch. Die hat man einfach gemacht. Ohne Wenn und Aber. Man hat sie nicht unbedingt gern gemacht. Aber einfach vergessen, im Sinne von, ich hatte keine Lust, ich behaupte, ich habe sie vergessen, das gab's nicht. Von daher, wenn ich sage Hausaufgaben vergessen, dann meine ich Hausaufgaben vergessen. Nicht nur gesagt, ich habe es vergessen. So, jetzt zurück zum Thema. Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern der Fall ist, aber es gibt in vielen Bundesländern Empfehlungen, wenn nicht sogar gesetzliche Regeln, wobei das sehr, sehr schwer ist, zu überprüfen, wie viele Hausaufgaben ihr überhaupt bekommen dürft. Das steht in den jeweiligen Schulgesetzen der Bundesländer, müsst ihr mal selber nachgucken. Und das ist dann eingeteilt in erstmal Klassenstufe und Schulart. Also da steht dann zum Beispiel drin, wenn ihr ein Fach 4 Stunden in der Woche habt und ihr seid, sagen wir, in der 8. Klasse auf einem Gymnasium, dann dürft ihr in diesem Fach innerhalb der Woche maximal 1 Stunde Hausaufgaben aufkriegen oder so irgendwas. Das ist jetzt ein frei erfundenes Beispiel, ich weiß die genauen Zahlen nicht. Und so setzt sich das dann zusammen, wie viele Hausaufgaben ihr insgesamt überhaupt kriegen dürft. Ja, da gibt es tatsächlich Gesetz zu. Lohnt sich da mal reinzugucken, aber wie gesagt, das ist natürlich schwer zu sagen, ob jetzt jemand für die Hausaufgaben, die der Lehrer aufgibt, 5 Minuten braucht oder eine Stunde, weil der eine ist halt voll gut in dem Fach und er braucht da nur 5 Minuten für und der andere ist voll schlecht und kapiert es überhaupt nicht, er braucht umso länger. Also ist schwer zu beurteilen, aber ich meine, auch dafür gibt es irgendwie einen Standard, wie man das berechnet. Ich persönlich bin allerdings immer noch der Meinung, dass Hausaufgaben schon sinnvoll sind, weil ihr eben dadurch das, was ihr in der Schule mit Hilfe machen müsst, ich wollte jetzt sagen könnt, aber eigentlich müsst ihr ja, jetzt eben auch nochmal auf euch allein gestellt machen müsst und dadurch natürlich auch mal vielleicht in eine Situation kommt, wo ihr sagt, ah Mist, wie war das nochmal? Und selbst überlegen müsst, wie kommt ihr auf die Lösung? Also halt einfach nicht nur einfach die Aufgabe löst, sondern vielleicht auch die Aufgabe mit Schwierigkeiten löst und euch so weiterentwickelt, so eben auch lernt. Und von daher finde ich Hausaufgaben schon sehr, sehr wichtig, aber
in einem Maß, dass man nicht als Schüler, und das habt ihr ja oft, abends um 6 erst überhaupt mal aus der Schule nach Hause kommt und dann noch mindestens 2 Stunden Hausaufgaben vor sich habt, wo wir dann von einem Schüler reden, der von 8 Uhr bis, sagen wir, eine halbe Stunde Heimweg, also bis 17.30 Uhr zur Schule geht. Unabhängig davon, ob da poplige kleine Pausen zwischendrin sind oder nicht, man ist immer noch in der Schule. Es ist ja nicht so wie bei der Arbeit, wo man seine Mittagspause auch mal ganz woanders verbringen kann. Nee, darfst ja nicht Schulgelände verlassen. Ne? Da eine halbe Stunde Weg nach Hause hat, ich habe jetzt den Hinweg mal nicht mit eingerechnet, dann mal was isst und dann noch 2 Stunden mit diesem Thema, was man jetzt den ganzen Tag schon hatte, nämlich Schule, beschäftigt ist und dann kaum noch Zeit für Freizeit hat, sondern dann einfach mal, jetzt habe ich nicht mitgerechnet, ich glaube, wir sind jetzt um 21.30 Uhr mit den Hausaufgaben fertig. Müsste 20.30 Uhr sein mit den Hausaufgaben fertig, ist auch egal. Das muss man sich mal geben. Es gibt so viele Erwachsene, die sagen, ja, Schüler sollen sich nicht so anstellen und Schule bereitet dann aufs Leben vor und auf die Arbeitszeiten später. Es ist ein Unterschied, ob ich mit 20, wobei mit 20, die meisten studieren mit 20, also die meisten von euch werden mit 20 studieren, ob er mit 25 8 Stunden oder mehr am Tag arbeitet und sich das selber aussucht, dafür Geld bekommt und genau weiß, warum man das macht, noch dazu was macht, was man gerne macht, zu einem Thema, wofür man sich interessiert, nicht zu 15 unterschiedlichen Fächern, wovon man sich effektiv vielleicht mal für 5 wirklich interessiert. Oder ob ein 12- oder 13-Jähriger den ganzen Tag Schule hat. Ich sag nochmal, diese publiken kleinen Pausen zwischendrin, die kommen auf nicht viel mehr als eine Stunde Mittagspause, die jedem zustehen, der mehr als 6 Stunden arbeitet, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und dann zu Hause, wo ein normaler Arbeiter, also arbeitender Mensch, dann auch mal Feierabend macht, immer noch was für diese Schule tun muss und eigentlich überhaupt keine Freizeit mehr hat. Da habe ich kein Verständnis für. Wenn du unter 18 bist und zur Schule gehst, dann bist du nicht volljährig, du bist nicht in einem Arbeitsverhältnis und du brauchst einfach mal ein bisschen mehr Freizeit, als manch einem von euch zusteht. Und das schlägt sich nicht nur in der Unterrichtszeit nieder, sondern auch in den Hausaufgaben. Das ist meine Meinung und ich finde das eigentlich ziemlich wichtig, weil, naja, wie oft höre ich mir den Satz in den Kommentaren ein, ich finde Schule scheiße, Hausaufgaben sind doof und überhaupt sowieso alles mäh. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, wie ihr eure Kindheit und Jugend verbringt. So, das ist jetzt nicht mehr ganz das Thema Hausaufgaben, aber ich glaube, ich habe deutlich gemacht, ich denke, ihr werdet mir zustimmen, wenn ihr sagt, Hausaufgaben sind schon wichtig, aber sie sollten sich in einem Maß bewegen, dass man auch mal irgendwo ein bisschen Freizeit einfach hat. Und das ist eine Kombination, die nicht nur an den Hausaufgaben liegt, sondern halt auch an der Zeit, die ihr überhaupt in der Schule seid. Ich bin froh, dass es jetzt nicht gerade wieder so mega aufs Dachfenster geschüttet hat, sonst hätte ich nämlich diesen Vlog 2-mal machen müssen. Und wünsche euch eine gute Schulzeit mit guten Hausaufgaben, also Hausaufgaben, die ihr gerne macht, weil ihr sie versteht, weil sie vielleicht sogar ein bisschen Spaß machen, die aber auch nicht sonderlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und euch im Idealfall auf die nächstbeste Klassenarbeit vorbereiten, sodass ihr weniger lernen müsst, denn das kommt ja bei den Hausaufgaben immer auch noch oben drauf. Yay. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss.